Ja, und wir schauen auf die ganz aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland. Gerade eben bekommen, wie immer, nicht ganz vollständig am Wochenende, weil nicht alle Daten gemeldet werden. Das Robert-Koch-Institut hat seit gestern... Groß ist der Andrang am Weserpark. Viele Impfskeptiker warten auf die Erstimpfung. Endlich normale Leute. Wie Elena Pittigoy. Ich bin immer noch skeptisch, aber durch Arbeit, ich bin selbstständig, da muss man sich impfen lassen. Das ist das. Klar, ich mache mir Sorge, Gedanken, aber muss man durch. Noch Tausende sind in Bremen nicht geimpft. Hier am Impftrakt gibt es die Chance. Wer kommt, wird geimpft. Nur kurz die Wartezeit. Warum erst heute? Weil ich wegen der Arbeit geimpft werden muss. Weil ich auf Anraten meines Arztes vorher nicht durfte. Und da meine gesundheitliche Situation sich verbessert hat, darf ich endlich. Hatten Sie Skepsis? Auch, ja. Und die ist verflogen? Ja, die ist verflogen, ja. Warum? Ich wurde überredet. Weil ich hatte 2 Termine und war beruflich verhindert. Nach und nach bekommt man mehr Informationen und Sicherheit auch. Elena Pittigoy ist dran. Ihre Skepsis besteht weiter. Die haben Hedwig und Karl Lindenkamp längst abgelehnt. Sie nutzen den Trakt zur Drittimpfung. Es muss eine Pläne geben, nicht? Aber es wäre nicht bei mir. Es war ein reiner Versuch. Ich denke, klappt es vielleicht, dass ich ohne großes Anschreiben die dritte Impfung bekomme. Und klappt. Und es klappt. Denn die erste und zweite haben wir nichts hinterher gehabt. Ne? War alles in Ordnung. Also. Ja. Beide kommen aus Blockdiek und sind kurz rüber in den Weserpark. Genau das ist die Zielrichtung der Impfaktionswoche, bei der auch aufgeklärt werden soll. Denn Gerüchte zum Impfen gibt es viele. Ach, das ist so dämlich, dass es die Wahrheit sein muss. Das wird ganz schnell über Bord dann geworfen, sobald sie hier sind und auch hier die Aufklärung stattfindet und auch weiterhin die Präsenz hier ist. Und das wird natürlich auch breit dann in deren Familien, Freundeskreisen und so weiter gestreut. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das ist doch nicht normal. Ich rege mich gerade nicht auf, aber das ist nicht normal. Seid mir nicht böse. Im Bus informiert Wolfgang Paul über mögliche Nebenwirkungen. Er leistet Überzeugungsarbeit. Und ich erzähle Ihnen ein bisschen was. Da kommen schon auch die Leute rein, die sagen, eigentlich will ich mich nicht impfen lassen, aber der Staat erpresst mich. Und jetzt müssen wir ja, es droht 2G, es droht 3G und wir müssen die Impfteste bezahlen. Das ist die Motivation jetzt vieler, jetzt doch sich impfen zu lassen. Nein, doch. Oh. Haben Sie ein gutes Gefühl? So, das piekst einmal. Klar, ich habe Angst vor den Nebenwirkungen. Man sieht ja auch nicht nur schöne Sachen, aber vielleicht habe ich das Glück, dass mir nichts passiert. Vielleicht habe ich das Glück, dass mir nichts passiert. Vielleicht habe ich das Glück, dass mir nichts passiert. Vielleicht habe ich das Glück, dass mir nichts passiert. Also das kannst du dir einfach nicht mehr ausdenken, was hier passiert. 140 Personen wurden heute am Weserpark geimpft. Wie das Ehepaar Lindenkamp. Impfstoff rein, es kann ein bisschen drücken, das ist auch ganz normal. So. Sie konnten es auch nicht erwarten, die dritte. Nee, ich will auf der sicheren Seite sein. Nächste Woche wird weiter geimpft. Morgen an der Schlachte, am Montag im Einkaufszentrum Duckwitzstraße. Der letzte selbstständig Denkende macht bitte das blaue Licht aus.